Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retropanner quält sich Folge. Und heute haben wir einen Wunsch von Lieschen dran. Und die hat sich The Muppets für den Game Boy Color gewünscht und meinte, dass das Spiel sie als Kind denn doch sehr verstört hat. Und ich bin gespannt, was sich dahinter verbergt. Gleich beim Hochstarten des Spiels, beim Booten, habe ich gesehen, das Spiel kommt von Rockstar. Also, die haben anscheinend damals nicht nur GTA gemacht, sondern auch, ja, Game Boy Color Umsetzung anscheinend, warum auch immer. Aber genug der langen Vorrede, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Wir gehen auf neu. Also so grafisch technisch sieht das gar nicht so verkehrt aus, würde ich sagen, ne? Aber gucken wir mal, was uns hier erwartet. Es scheint so ein bisschen wie eine Minispielsammlung, ehrlich gesagt, auszusehen. Okay, so, ja, ich würde mal sagen, wir nehmen mal das linke. Aber immerhin machen sie das thematisch einigermaßen passend mit den beiden älteren Herren. Ich bin bei den Muppets gar nicht so drin, ehrlich gesagt. So, was kann ich hier? Ich kann springen. Mit einem jetzt schon sehr nervigen Sprungsound. Ich kann Schlagzeugstöcke werfen. Was ist der Fachbegriff von Schlagzeugstock? Sticks oder sowas? Keine Ahnung. Scheint aber nichts zu bringen. Das ist schon mal sehr gut. Kann ich hier hochklettern? Jupp. Seht ihr das da? Also nach aller Logik nach müsste ich doch jetzt in der Luft stehen, oder? Also man kennt schon mal, dass das bei Spielen das mit den Abgründen nicht ganz genau ist. Dass man vielleicht mal so vom Sprite her einen Fuß locker drüber packen kann. Das ist ja alles in Ordnung, ne? Mario macht das zum Beispiel und so weiter. Aber hier stehe ich, glaube ich, nur ein Pixel drauf. Und ich falle nicht runter. Okay. Plus, irgendwie finde ich die Grafik hier gar nicht so klug umgesetzt. Ja klar, auf dem Gelben kann ich springen. Oder das sind Plattformen. Auf dem Grünen nicht. Aber das, ich weiß, dass das soll irgendwie Bäume irgendwie nachempfinden, aber das hätte man auch besser lösen können, oder? Statt den gelben Blättern, keine Ahnung, was das denn sein soll, warum denn die gelben Blätter ausgerechnet irgendwie kletterbar, nenne ich es mal, sein sollen und nicht. Also, wenn ihr diesen Screenshot nimmt, das sieht eher aus wie so ein Verschiebepuzzle, oder? Wie das, wo man irgendwie einen Baum irgendwie, ja, zurecht puzzeln muss. Ha, okay. Vor allen Dingen die Baumstämme. Natürlich gibt's Fallschaden. Natürlich. Ein Spiel, was das nicht wirklich gebraucht hätte. Natürlich hat das Fallschaden. Warum auch nicht? Ich kletter hier mal runter. Guckt euch das mal an. Da hat der Grafiker doch noch nicht mal versucht, das einigermaßen als homogenes Blätterwerk irgendwie darzustellen. Okay. Also, Muppets ist eher für kleinere Kinder, ja, Zielgruppe gedacht. Und dann gibt es da solche Fallen, wo man wirklich denn so ins Nichts stürzt? Also, es scheint auf jeden Fall einiges an Trial and Error zu geben. Ist das Plattform? Auch hier. Was soll das? Und warum sind es diese gelben, roten, keine Ahnung, was das sein soll? Warum sind die jetzt eine Plattform? Und wieso sind da so gefühlt zufallsmäßig irgendwelche Blätter im Hintergrund? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Okay. Hilft gegen den hier die Stöcke? Ah, okay. Natürlich, ihr habt eine Waffe, ein typisches Beispiel, das macht jedes Spiel immer grundsätzlich viel, viel besser. Wenn ihr eine sehr schwache Waffe habt und schon beim einfachen Gegnern da irgendwie mehrere Dutzend Schüsse gefühlt irgendwie reinzimmern müsst, okay. Lava gleich unten, okay. Erscheinen die wieder? Ich dachte, das wären so Plattformen, die dann halt verschwinden, wenn man draufspringt, ne? Man kennt's.
Immerhin hat er den Fortnite-Dance, nenne ich es mal, schon vorweggenommen. Warum verschwindet das denn hier automatisch? Warum? Vor allen Dingen... Wo soll es da weitergehen? Das Spiel ist so undeutlich lesbar. Das ist echt fies. Ich guck mal, was sich hinter den anderen Kacheln verbirgt. Wahrscheinlich was Ähnliches. Okay. Ja. Auch geil, ne? Warum startet ihr nicht einfach schon mit einem halben Munitionsvorrat? Warum muss man das dem kompensieren, indem man dann diese Trommeln verteilt? Kann man die Dinosaurier überhaupt... Ja. Ich habe es nicht mitgezählt, aber gefühlt ein Dutzend kommt hin, oder? Warum? Das kann man doch alles besser gestalten. Okay, das haben wir hier, eine Tür. Und die Musik geht mir jetzt schon auf den Keks. Ganz ehrlich... Genauso wie dieser Springsound. Also, das hätte man definitiv. Natürlich kann ich im Kletter nicht schießen. Ja. Das wäre auch zu fortschrittlich für 9-9. Die lieben diese Verschwindung. Ich verstehe dich, Lieschen. Ich verstehe dich. Bruder muss weg. Ist das hier ein Geheimort? Also ich finde, ich habe schon einige Spiele gespielt in meinem Leben. Ja? Und wenn ich das so sehe, dass da unten so eine Ecke ist, sagt das für mich aus, okay... Das ist halt so ein schwer zugänglicher Ort. Wenn ich mich fallen lasse und mich dann da reindränge, bekomme ich irgendein Goodie. Extra Leben oder sonst was. Aber wenn ich das versuche, ne, ich... Guckt euch das schon wieder hier an mit dem... Guckt euch das an! Und dann, wenn ich da... Ah, okay. Ich wollte aber gerade sagen, dann sterbe ich sofort. Aber guck mal, wie schwer ich verletzt bin. Und es ist da kein... Vielleicht bin ich so doof. Gibt es hier irgendwie... Nee, das ist... Pause. Natürlich ist da nichts. Natürlich. Wie komme ich auch nur auf den Gedanken, dass da was sein könnte? Also in letzter Zeit häufen sich echt die Spiele, die so richtig nerven. Muss ich sagen. Was hier jetzt? Bin ich aus dem Level raus. Toll! Guckt euch mal diese Perspektive an. Also Lieschen, ich bin da bei dir. Ich verstehe das voll und ganz. Im Spring kann ich natürlich auch nicht werfen, ne? Warum auch? Und deswegen fliegt er ja auch genau in der Höhe, wo ich ihn nicht normal treffen kann. Aber ich kann ihn ja nicht... Während ich springe, kann ich ja nicht schießen. Was soll das halt im Hintergrund sein? Ein U-Boot? Was ist das? Ich frage gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Strand, wo irgendwie Lava ist. Aber ich frage gar nicht. Und wieso ist diese Waffe so... Meine Fresse. Ob er es Devil schafft? Ich will es gar nicht schaffen, ehrlich gesagt. Aber jedenfalls, vielen Dank, Lieschen, für diesen Wunsch. Boah, also wirklich... Ein würdiger Kandidat für die Serie, auf jeden Fall. Wenn ihr auch ähnliche Wünsche habt, egal ob 8 oder 16, bitte haut's mal in die Kommentare rein. Ich schaue es mir an und danke, dass ihr euch dieses Mal mit mir gequält habt. Macht's gut. Tschüss.